Ja, hallo, mein Name ist Lukas und ich freue mich, heute hier zu sein. Ich komme aus Köln und ich möchte eigentlich gar keine große Einleitung jetzt irgendwie einsprechen. Ich möchte euch einfach zeigen, warum ich heute hier sein möchte. Ich habe nämlich ein ganz besonderes Talent. Ich hoffe, dass. Tada! Ich heul, tschüss! Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Filmeinkauffolge, wo ich wieder viele coole Sachen gekauft habe. Es wird ein Zweiteiler, ich habe vieles gekauft. Und ja, zu Beginn wollte ich euch eigentlich nur zeigen, dass ich hier so ein bisschen mein Setup hier hinten so ein bisschen was Cooles hinzufügen wollte. Weil ich habe das auch schon in ein, zwei Videos gesehen. Ich habe jetzt Lego-Figuren hier hingestellt. Guckt euch das an, das ist Darth Maul. Sieht man das? Ich denke schon. Und natürlich der König, der Kid. Der Kid Fisto. Ja. Und da oben stehen noch ein paar andere, aber ich fand's witzig. Tut sich, denke ich, hier ganz gut. Ich glaube, man erkennt nichts. Aber das ist schon okay. Ihr wisst, dass es jetzt da steht. Ansonsten, ich wollte noch was erzählen. Ich hatte eine Real-Life-Story. Ich wurde zum ersten Mal geblitzt. Yay. ja, keine Ahnung. Wollte ich mal erzählen. Fand ich ziemlich lustig. Ja, ich wurde geblitzt. Das war nicht schön. Ich glaube, es war 100 erlaubt und ich bin irgendwie 115 oder so gefahren. Und jetzt Minus-Toleranz und sowas. Ja, nicht so schön, aber. Das passiert jedem Mal. Aber ich kann euch sagen, es passt auch noch so gut. Ich wurde geblitzt, weil ich mir eine wunderschöne Box gekauft habe, die es im Internet nur für einen immensen Preis gibt. Und weil diese Filmreihe bald eine Fortsetzung bekommt, musste ich jetzt einfach mal da ein bisschen angehen. Ich denke, vielleicht habt ihr es auch schon auf dem Thumbnail gesehen, wer weiß. Ich habe mir die Godzilla Collection gekauft, die 12-Disc Limited Collection von Gojira. Gojira, wie er im Japanischen heißt, wie es vermutlich da gerade steht. Und ja, wunderschön von Toho. Toho sind eh beste Männer, beste Frauen und tolles Produktionsstudio in Japan. Und ja, diese Collector's Edition gibt es 2000 von. Keine Ahnung, irgendwie im Internet gibt es die nur für einen unfassbar hohen Preis. Bei Müller habe ich sie für 50 Euro gefunden. Mit der App kann man auch noch 5 Euro Rabatt bekommen auf diese Box. Es ist verrückt. Es ist verrückt. Und auf jeden Fall habe ich mir gedacht, dann muss ich sie mir einfach holen. Vor allem, wenn sie kurz davor steht, ausverkauft zu werden. Ich habe jetzt nur mal 1945. Ja, 1945 ist fast. Der Deutsche musste natürlich eine Nummer 1945 bekommen. Und, ich fand den Joke witzig, okay? Ich hab den Joke schon. Ich hatte den schon lange in meinem Kopf. Ich wollte ihn unbedingt erzählen. ja, deswegen. Ich habe diese wunderschöne Godzilla Collection mit 12 Godzilla-Filmen. Erst einmal, das ist auch ziemlich cool. Wartet. Hier steht nämlich. Ich glaube, man kann es gar nicht erkennen. Es ist einfach zu groß. Es ist zu immens. Und ihr seht es natürlich falsch herum. Aber. Da steht Godzilla. Ob ihr es mir glaubt oder nicht, da sollte, glaube ich, Godzilla stehen, oder? Doch, da steht Godzilla. Ihr seht aber das A nicht. Hier steht Godzilla. Und auf jeden Fall ist es nicer an dieser Box, dass ganz viele Filme drin sind. Ich würde sagen, wir starten einfach mal hier vorne. Da sind das Godzilla 1, Godzilla 2, die Fortsetzung. Und es gibt ja verschiedene Äras von den Godzilla-Filmen. Es gibt die Showa-Ära, das war so die erste. Dann gibt es die. Jetzt hört schon bei mir auf. Es gibt die. Millennium gibt es, glaube ich, auch noch. Und Hensai? Gibt es Hensai-Ära? Ich meine schon, ich weiß nicht ganz genau. Auf jeden Fall, also den ersten Godzilla habe ich schon gesehen. Ich habe auch schon Shin Godzilla gesehen. Ich habe natürlich auch die Remakes gesehen von Roland Emmerich, das im besten Fall nicht existiert. Und ich habe auch natürlich die neueren Godzilla-Filme gesehen von Gareth Edwards und Michael Dougherty, war das, meine ich. Ich meine, die beiden haben die. Ja, haben jetzt wo das Monster Universe drum ist, wo auch Godzilla vs. Kong, oder ja doch Godzilla vs. Kong, wo der bald erscheint. Und ja, deswegen wollte ich jetzt, bevor dann Godzilla vs. Kong erscheint, mich so ein bisschen noch mehr mit Godzilla beschäftigen. Ich habe bisher, glaube ich, nur, ach, keine Ahnung, 7, 8 Godzilla-Filme gesehen. Und hier habe ich auf jeden Fall noch einiges zu tun. Wie schon gesagt, es sind 12 Stück und ich kann euch gar nicht alle zeigen. Die Discs sehen eigentlich alle super cool aus. Die Showa-Ära wollte ich halt erstmal überspringen. Ich meine, sie heißt Showa-Ära. Tut mir leid, falls ich was Falsches sagen sollte. Ich wollte halt vor allem jetzt diese
glaube, es gibt drei, also drei richtige, und mit Shin Godzilla wird, glaube ich, die vierte eingeläutet. Ich würde auf jeden Fall diese zweite und dritte Ära mir auf jeden Fall angucken, weil halt die Showa-Ära irgendwie 20 Filme umfasst, und das schiebe ich mir auf, das gucke ich danach. Aber ich wollte erstmal vor allem halt in dieser Box vor allem diese zwei späteren Äras auftauchen, erstmal die durchgucken. Und ja, das ist ziemlich nice. Und ja, jetzt zeige ich euch hier auch nochmal die Discs. Es ist echt ganz cool. Vor allem halt, weil der erste Godzilla drin ist, aber halt auch Shin Godzilla, der wundervoll ist. Falls ihr relativ wenig von Godzilla gesehen habt, guckt gerne Shin Godzilla als Einstieg. Der ist echt toll. Und ja, der originale Godzilla ist natürlich auch wundervoll. Und insgesamt, ich finde diese Box hier ziemlich wundervoll. Ja, ist es aber auch viel zu gucken. Ich bin gespannt. Ich nehme es mir im März vor, einfach mal ein bisschen mehr von Godzilla zu gucken. Und es ist nice. Es ist einfach nur nice, wie das aussieht. Machen wir direkt mit was richtig Nicem weiter. Ich habe meine SVHS Edition gekauft. Meine SVHS Edition. Und zu Heat. Heat, yeah. Ist auch ziemlich cool. Heat, ein absolutes Meisterwerk von Michael Mann. Und mit Al Pacino und Robert De Niro und Val Kilmer. Insgesamt einfach ein richtig toller Film. Ich hatte ihn noch nicht auf Blu-ray. Und bei Mediamarkt gab es diese VHS Edition für 10 Euro. Und da habe ich mir gedacht, oh mein Gott, jetzt muss ich mal zuschlagen. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen beeindruckt, wie diese VHS Edition ist. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich kann nur hoffen, dass es bald gar keine mehr gibt. Denn sonst werde ich einfach nur süchtig nach diesen VHS Editions. Ich wusste halt nicht, wie die aussehen, als ich das aufgemacht habe. Ich fand es einfach nur wunderschön, wie das hier so aussieht. Und dann nimmt man das ab und sieht hier die Disc. Ich habe gedacht, da wäre einfach nur die normale Blu-ray reingeworfen, aber dann ist sogar ganz schön aufbereitet. Und hier hinten sieht man das Poster. Ihr wollt bestimmt das Poster sehen, oder? Muss ich das Poster? Ich denke, es ist das gleiche wie auf dem Cover der Box. Ich zeige es euch. Also es ist das gleiche Cover wie hier, nur halt als Poster. Wenn ich das Poster aufhänge, vermutlich nicht. Es ist ein cooles Poster, aber so an sich, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe keine Lust. Ich habe auch gar keinen Platz mehr für ein weiteres Poster. Deswegen vermutlich werde ich es nicht aufhängen. Aber ich finde es cool, dass es dabei ist. Vor allem, weil Poster ja auch schon einiges kosten. Und deswegen finde ich nice. Ich bin auf jeden Fall jetzt ein großer Fan von diesen VHS Editions. Und falls da bald mal wieder irgendwelche runtergesetzt sein sollten, bin ich der Erste, der zuschlagen würde. Ich bin da ganz ehrlich. Also wenn auch coole Filme dabei sind. So, und für diese Folge machen wir noch mit zwei Blu-Rays weiter, beziehungsweise das andere ist in gewisser Weise auch eine Collection. Ich habe viele Filme gekauft. Ich habe viel zu gucken, okay? Ich habe wirklich viele Collections gekauft. Auch nächste Folge haben wir noch zwei Collections, glaube ich. Also da haben wir auch noch ein bisschen was zu tun. Und ja, jetzt stelle ich euch erstmal die von Robert Rodriguez, die El Mariachi-Trilogie vor. Freue ich mich auch schon sehr drauf mit El Mariachi, Desperado und irgendwann in Mexico. Once Upon a Time in Mexico, auch ein ziemlich cooler Film hoffentlich. Und wer auch mitspielt, ist glaube ich Antonio Banderas. Und ich bin ein großer Fan so von Antonio Banderas. Ich finde ihn ziemlich cool. Und deswegen freue ich mich, diese El Mariachi-Filme zu haben. War der erste El Mariachi von Robert Rodriguez, war das sein Debütfilm? Hat er den nicht irgendwie mit $8,000 oder so umgesetzt? Ich weiß nicht mehr ganz genau. Ich habe aber vom guten Tim Curry gehört, dass auch ein Extra auf der Blu-ray extrem cool sein soll. Irgendwie Robert Rodriguez Film School, irgendwie sowas. Werde ich mir auf jeden Fall angucken. Bin ich mal gespannt drauf. Auf jeden Fall El Mariachi. Freue ich mich drauf. Könnte ganz cool werden. Und FSK 18 könnte auch ganz cool werden. Ich bin gespannt. Ich habe keine drei Teile bisher gesehen, habe ich schon gesagt. Ich glaube nicht. Und ich bin einfach mal gespannt. Und weil ich mir noch gekauft habe, zumindest, ich habe noch ein paar andere Sachen gekauft, aber wie schon gesagt, seht ihr erst in der nächsten Folge. Akira Kurosawas Träume. Ich meine, ich war ja in meinen Japan Weeks. Das Video müsstet ihr ja im März sehen. Dürfte die erste Folge im März sein. Und da habe ich ja meine Japan Weeks im besten Fall schon abgeschlossen. Kann ich schon stolz auf mich sein, dass mal. Erstmal klopfe ich mir so ein bisschen auf die Schulter. Kranke Arbeit, mein Junge, kranke Arbeit. Und ich weiß noch nicht genau, ob ich Akira Kurosawas Träume jetzt auch im Februar gucken werde zu meinem Japan Weeks. Es würde sich anbieten, aber ich denke, ich bin eh so ein großer Fan von Akira Kurosawa. Der Film sollte nicht allzu lange rumliegen. Gehört zu seinen letzten Films, glaube ich, 1990 erschienen. Wurde von, ich glaube, hier steht nicht, von wem er produziert wurde. Ach, man kennt auch gar nicht die Leute, die ihn produzieren. Okay. Also er wurde produziert von die Leute, die es gerade interessiert. Hisao Kurosawa und aber hier hinten steht halt im Klappentext drauf, dass halt Akira Kurosawa, Steven Spielberg, Martin Scorsese, George Lucas, die alle inspiriert hat. Deswegen, ich war verwundert, weil er auch
George Lucas und Francis Ford Coppola zum Beispiel, Kagemusha, einen weiteren wundervollen, er ist schon toll, aber er war jetzt nicht so, ich habe ihn nur einmal gesehen, deswegen, ich fand Kagemusha jetzt beim ersten Mal nicht so krass, ich muss ihn nochmal gucken, aber so an sich, die haben halt den Film produziert von Akira Kurosawa und deswegen habe ich gedacht, dass die jetzt den auch vielleicht produziert hätten. Haben sie anscheinend nicht. Ich bin mal gespannt. Ich weiß gar nicht genau, worum es in Träume geht. Ich glaube, ich bin mir unsicher, aber sind es nicht ganz viele verschiedene Kapitel? Also nicht Kapitel, sondern verschiedene Episoden, die einfach im Film abgearbeitet werden? Ich meine, ich habe da mal was von gehört, kann aber auch absolut falsch sein. Ich bin sehr gespannt. Akira Kurosawa, eh auf Platz 3, mein absoluter Lieblingsregisseur, habe ich jetzt auch einige Werke schon von gesehen. Und ich freue mich auf jeden weiteren Akira Kurosawa-Film, den ich noch so vor mir habe. Denn viel mehr werden ja nicht mehr dazukommen, denn der gute Mann ist seit einigen Jahren tot. Und wenn er nicht Jesus ist, wird er nicht wiederbelebt. Ich meine, ich drücke meine Daumen, ich drücke die Daumen, dass er vielleicht doch Jesus ist und wiedergeboren wird und Akira Kurosawa weitere Filme dreht. Die Chancen sind aber eher gering. Es tut mir leid. Es tut mir leid, falls ich gerade jemanden die Hoffnung nehmen sollte, aber die Chancen sind eher gering. Wir sollten trotzdem einfach weiter dran glauben. Und Akira Kurosawa, ein toller Regisseur, ein toller Mensch. Und ich freue mich einfach, mehr Filme von ihm zu gucken, solange ich noch neue Filme von ihm gucken kann. Und selbst wenn, und ich werde dann auch einfach ganz, ganz viele von ihm, ganz viele Filme von ihm rewatchen, weil die sind einfach toll. Die sind einfach toll. Akira Kurosawa ist ganz eindeutig der Goat oder einer der Goats. Auf jeden Fall ziemlich weit oben. Was habt ihr in letzter Zeit gekauft? Wie geht's euch? Und keine Ahnung. Ja, wie geht's euch? Wie geht's euch? Das ist eine tolle Frage. Und was habt ihr so in letzter Zeit gekauft? Und wir sehen uns dann anders wieder. Und bis dahin. Tschüss.